Hello Sophie, lange nicht gesehen. Wie geht's? Danke, gut. Und dir? Na ja, ich bin ein bisschen nervös. Warum? Ich warte auf Maria. Sie hat eine wichtige Nachricht für mich. Eine Nachricht? Das ist ein Geheimnis. Zuerst möchte ich etwas zu essen. Wie wäre es mit einem Stück schwarzwilder Kirschtorte? Gut. Und ein Kännchen Kaffee, danke. Aber wenn du Kaffee trinkst, kannst du nachts nicht schlafen, nicht wahr? Es ist ja 4 Uhr und schlafen kann ich heute Nacht sicher sowieso nicht. Okay, wie du willst. Danke. Und nicht ein Stück schwarzwilder Kirschtorte. Danke. Was machst du? Mama, ich will malen. Sag nur einmal. Mama, ich will malen. Bist du dumm? Du darfst nicht auf die Zeitung malen. Schau, Mama. Das bist du und das bin ich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Oh, mein Liebling. Warte mal, wo ist meine Brille? Habe ich sie zu Hause vergessen? Ohne meine Brille kann ich nicht lesen. Auf jeden Fall, meine Dame. Oh, ich weiß! Da bist du ja. Sie sehen traurig aus. Was ist passiert? Kann ich etwas für Sie tun? Ich habe meine Freundin angerufen, aber sie kommt nicht. Ich warte auch auf eine Freundin. Bleiben Sie noch einen Moment. Ich habe alles gegessen, aber ich habe meine Gürtelhülse zu Hause gelassen. Warum bin ich so großzügig zu einem Fremden? Ich weiß noch nicht, ob Maria eine gute Nachricht bringt.
Sophie! Ja, Kurt? Ist die Uhr kaputt? Nein, sie funktioniert sehr gut. Ach, so ist es jetzt 4:15? Ja, stimmt. 4:15. Kann ich noch ein Stück Torte und ein Cognac haben? Ja, komm sofort. Warum bin ich so aufgeregt? Nur nicht nervös werden. Wenn Maria nicht kommt, ist auch mein Traum zu Ende. Dann gehe ich. Irgendwie geht es trotzdem weiter. Wie war's denn? Was? Na, die Probe. Also, gut, prima. Also, das Stück ist toll. Ich habe gedacht, wenn es nicht geklappt hat, gibt es auch noch andere Städte für mich und andere Theater. Okay. Weißt du was, mein lieber Kurt? Ja? Ich habe mit dem Regisseur gesprochen. Alles klar, du bekommst die Rolle. Habe ich zu Hause? 等下我念错了。